eure Videos. Spannender als ein Krimi. Willkommen zum neuen Spezial. Sascha hat hier was eingesendet. Ach, gruselig, gruselig. Stinkbesoffener LKW-Fahrer. Schön unterwegs auf der Autobahn, Schlangenlinien, Anhänger hinten schon kaputt, also Trailer, also Auflieger und Fahrerhaus auch schon kaputt und so weiter, links und rechts kaputt gefahren, grauenhaft, grauenhaft. Er setzt sich dahinter und ruft die Polizei und gibt dann die Position durch. Also wirklich, spannender als ein Krimi, wenn sie den haben. Er hat auch direkt einen Link mitgeschickt von so einer Polizeipressemeldung, der steht in der Videobeschreibung. Der Sascha telefoniert über die Freisprecheinrichtung und deswegen ist der Polizist klar und deutlich zu hören. Ich werde das aber stumm schalten und euch den Text dann einquasseln, weil ich habe ja nicht die Erlaubnis dazu und will auch keinen Polizisten verärgern. Nachher komme ich noch ins Gefängnis. Genug gesabbelt, geht los. Viel Spaß. Notruf der Polizei des Landes Brandenburg. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Ihr Anruf wird umgehend entgegengenommen. Notruf der Polizei Brandenburg, hallo. Schönen guten Tag. Mein Name, ich bin da auf der A10 Richtung Berlin und hier ist ein LKW-Fahrer. Entweder hat er einen medizinischen Notfall oder der ist sturzbetrunken. Wo ist denn das Ganze auf der A10? Haben Sie einen Kilometer für mich? Warten Sie, das ist auf der Höhe 68,0. Ja. In welche Fahrtrichtung? Magdeburg oder Frankfurt? Richtung Frankfurt-Oder. Das ist ein LKW, ja. Sagen Sie mal das Kennzeichen, bitte. Das ist ein russisches Kennzeichen. Und die Ortskennung 50. Und der fährt Schlangenlinien, oder wie? Über alle drei Spuren und die Dingsspur und die Standspur. Man hört auch die ganze Zeit Tastaturgeklapper und jetzt murmelt er vor sich hin, was er so tippt. So, sagen Sie mal, mit was für einem Fahrzeug sind Sie hinten dran? Ich bin hinten dran mit einer silbernen C-Klasse, mit einem Münchner Kennzeichen. So, okay, wie schnell fährt er circa? Ich habe gerade Tacho, jetzt weichen die LKWs, jetzt hupen alle, jetzt 93. Fahren circa 90 km/h. Leider hatte die Dashcam hier wohl Aussetzer und nicht alles gespeichert. Der Polizist guckt irgendwas nach, was weiß ich nicht. Er bittet um Geduld und hält, glaube ich, Rücksprache oder so. Okay. So, welche Höhe sind Sie jetzt bitte? Warten Sie, ich schau mal aufs nächste Schild. Das ist die 64,5. 64,5. Gut, ist ein silberfarbener Auflieger, sagten Sie, ja? Ja. Der fährt noch geradeaus weiter, ja? Der fährt noch weiter, ja. Jetzt wieder fast ein Zusammenstoß. Mit LKW oder wie? Ja, ein LKW auf der mittleren Spur wäre fast reingezogen. Jetzt sind wir 2100 Meter vom Schönefelder Kreuz. 100 Meter vor Schönefelder Kreuz. Gut, dann müssen wir jetzt noch wissen, ob er geradeaus weiterfährt oder ob er Richtung Berlin oder Dresden fährt. Ich bleib dahinter. Ja, das wäre nett. Können Sie mir jetzt schon sagen, ob der die Absicht hat, irgendwo abzubiegen?
Jetzt macht er gerade wieder fast einen Unfall. Nee, wir sind jetzt 500 Meter vor der Abfahrt zur 113. Aber noch hält er, also noch, er macht keine Anstalten. Und Sie fahren auch so 90 km/h, ja? 95, ja. Und jetzt zieht er rüber auf die Ausfahrt der 113. Jetzt zieht er wieder zurück. Ich weiß nicht, ob. Es ist schwierig. Jetzt bleibt er wieder auf der A10, also anscheinend Richtung Frankfurt-Oder. Also er bleibt auf der A10, ja? Ja. So, also definitiv auf der A10 geblieben, ja? Ja. So, dann wäre ja die nächste Anschlussstelle KW. Nächste Anschlussstelle. Ja. Wir sind jetzt auf 53,5. Kilometer 52,5, ja? 53,5. Gut, dann sind wir ja kurz vor KW. Jetzt ist Polizei neben mir. Von der Landespolizei. Kennzeichen. Und haben die den jetzt aufgenommen? Sie sind jetzt ein LKW noch dahinter. Ich setze mich mal davor. Warten Sie mal. Jetzt sind sie gleich daneben. Bis jetzt haben sie noch nichts getan. Ja, jetzt setzt sich die Polizei dahinter. Also hinter den richtigen LKW, ja? Ja. Wir sind jetzt 500 Meter vor der Abfahrt zur 179. Nochmal den Kilometer bitte. Also wir sind jetzt 300 Meter vor der Abfahrt 10. Kilometer 51,0. Die Polizei fährt jetzt ab, der LKW fährt weiter geradeaus. Fährt ab. Und der LKW fährt geradeaus weiter, ja? Ja. So, der Funkwagen ist abgefahren und der LKW fährt weiter? Ja. Das ist ja sehr merkwürdig. Also es war ein größerer, so ein Mercedes-Sprinter war das, aber mit offiziellen Polizei drauf. So, was kommt jetzt als nächstes? So, ich muss mal kurz nachgucken hier. Sie hatten Kilometer 51 gesagt, ja? Genau. Jetzt sind wir 49,5.
Jetzt hat der Polizist da anscheinend irgendeinen Streifenwagen dran und die erzählen da hin und her, dass der Bulli da eben gewesen ist und der ist abgefahren und wieso da nicht und was und wo, was und wo. Also die können sich auch nicht erklären, was das jetzt für einer war, also anscheinend gehörte der da nicht zu. Der Polizist bespricht irgendwas mit dem Polizeiwagen, da steige ich nicht durch. Wieder fast Zusammenstoß. Aber sie fahren immer noch so 95 km/h, ja? Jetzt sind es mittlerweile 87, aber ja, so in etwa, ja. Dann kommt ja jetzt als nächstes, lassen Sie mich mal kurz gucken, was kommt. Nächste ist Niederlehme. Genau, 850 Meter bis Niederlehme. Und da müsste dann ein Funkwagen stehen. Soll ich Lichthupe geben oder? Eigentlich sehen die das ja. Warten Sie mal, Anrufer. Da müsste jetzt gleich ein Funkwagen stehen und wenn Sie den sehen, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Ja. Ja, ich sehe einen. Der müsste da an der Anschlussstelle stehen, ne? Genau, ich sehe ihn. Ich fahre genau dran vorbei jetzt. Jetzt machen Sie Blaulicht an, sagt Sascha. Die sind jetzt hinterher, ja? Haben die den richtigen LKW? Ich bin genau hinter dem LKW, genau. Ich meine den Funkwagen. Ist der jetzt hinter dem richtigen LKW? Na, der Funkstreifenwagen ist jetzt in Bewegung. Jetzt sehe ich ihn im Innenspiegel, dass er jetzt hinterher fährt. Ja, genau. Jetzt haben sie ihn. Also den richtigen LKW, ja? Das ist der richtige LKW. Der Funkstreifenwagen ist jetzt direkt hinter dem LKW, der es ist. Gut, okay, alles klar. Ich glaube, er bedankt sich für den Notruf, aber ich verstehe es kaum. Jawohl, ich halte nochmal mit kurz an. Ja, passen Sie auf. Eigentlich ist es nicht zwingend erforderlich. Alles klar. Ja, Sie könnten aber auch weiterfahren. Ihre Daten habe ich ja, Telefonnummer, falls Rückfragen sind. Unbedingt mit anhalten müssten Sie jetzt nicht. Alles klar, ich bedanke mich. Alles klar, danke gleichfalls. Ciao. Ciao. Straßenverlauf für 32 Kilometer folgen.